Hallo, ich bin Gabi von Herztönchen Musik und selbstständige Musikpädagogin. Ich liebe meinen Beruf. Was ich nicht liebe, ist Rechnungen schreiben. Ich habe mir dazu eine Software gefunden, warum es genau diese ist und wie sie mich bei meiner Arbeit unterstützt. Das möchte ich euch gerne zeigen. Ja, ich habe mich für Grand Total 4 entschieden von Media Atelier. Aus folgenden Gründen. Erstens, es ist eine ganze Software, die ich mir auf meinen Computer laden kann. Sie läuft auf meinem Mac, das war auch Voraussetzung, dass es dafür eine Version gibt. Und ich kann sie also lokal abspeichern, meine Daten bleiben auf meiner Festplatte. Natürlich muss ich mich um ein Backup kümmern, aber ich kann es auch mit Dropbox synchronisieren. Für mich war wichtig, dass ich nicht monatlich zu bezahlen habe, weil ich nach 2, 3 Jahren immer noch einen Beitrag leisten muss und ich weiß nicht, ob ich das hereinbekommen kann. Ich investiere lieber jetzt einmal für die Software. Und dann war mir noch wichtig, das Importieren von meinem Adressbuch auf meinem MacBook. In der Übersicht sieht man noch, welche Rechnungen offen sind. Man hat verschiedene Diagramme. Man kann den Monat davor, man kann das Quartal davor oder das Jahr davor damit vergleichen. Man kann verschiedene Diagramme sehen und auch sehen, welche Rechnungen noch offen sind. Ich habe gleich damit begonnen, Kunden anzulegen und dazu konnte ich auswählen, ob ich es manuell eingebe. Ich liebe es aus dem Adressbuch, weil mein Adressbuch in der Cloud ist und ich bemühe mich ein einziges Mal, es korrekt auszufüllen und somit habe ich die Daten für alles zur Verfügung, was ich brauche. Ich bin dieser Kunde jetzt, Gabriela Grafeneder. Ich habe eine Kundennummer bekommen, kann meinen Namen eingeben. In der Briefanrede möchte ich, dass die Gabi Grafeneder mit Liebe Familie Grafeneder angesprochen wird. Ich habe Schüler, die sind minderjährig und darum spreche ich in den Rechnungen die Familie an. Die E-Mail-Adresse ist wichtig. Ich kann nämlich die fertige Rechnung direkt an mein E-Mail-Programm senden. Die Adresse gehört ausgefüllt. Hier kommt die Postleitzahl und die Stadt hinein, welches Land es ist, welches Zahlungsziel ich den Kunden geben möchte. Und das sind die Vorlagen, die man sich aussuchen kann für eine Rechnung, für ein Angebot, für einen Kontoauszug und ich verwende die Vorlage Plain Red. So, ich kann mir jetzt im Katalog meine Produkte sozusagen anlegen. Meine Produkte sind Stunden, entweder verkaufe ich ein ganzes Semester oder einzelne Stunden, je nach Betrag, den der Kunde dann zahlen möchte. Und habe mir selbst dann herausgefunden, wie ich die Bezeichnungen am besten mache, damit ich sie einerseits auf der Seitenleiste gut erkennen kann und andererseits sie auch auf der Rechnung gut aussehen. Das heißt, bei mir steht Einheit mal eine Unterrichtseinheit. Manchmal verrechne ich 3 Unterrichtseinheiten, das sieht dann auf der Rechnung richtig aus. 3 mal eine Unterrichtseinheit zum Beispiel. Der Stückpreis würde dann berechnet werden für 3 mal 20, also würde dort 60 Euro stehen. Genauso will ich es haben. Und dann gehe ich auch schon weiter, wenn ich eine Rechnung also schreiben möchte. Dann gehe ich zu meinem Kunden, das bin jetzt sagen wir ich. Und lege eine neue Rechnung an. Hier schreibe ich noch einen kurzen Text. Ich darf den Gitarrenunterricht in Rechnung stellen, dann ziehe ich mir zum Beispiel diesen Einzelunterricht einfach in das Feld hier hinein, sage, indem ich da doppelklick, dass das 3 Unterrichtseinheiten waren, gehe da wieder raus und bin eigentlich schon wieder fertig. Aussehen tut es so, da kann ich auf dieses Auge klicken. Ich habe mir im Layout mein Logo hereingezogen als PDF, mich als Firma angelegt. Hier würde dann die Adresse und die Postleitzahl stehen. Die Nummer wird automatisch generiert, das ist ja wichtig, wir brauchen fortlaufende Nummern in Österreich. Datum und Fälligkeit
wird dann eingetragen, wenn die Rechnung weggeschickt wird, bei mir per E-Mail. Dann sieht man hier die Anrede, wie ich die Familie anreden möchte. Dann steht hier dieser Text, den ich gerade eben eingegeben habe. Die Unterrichtseinheiten, meine IBAN-Nummer, mein BIC, um die Überweisung zu tätigen. Ich bin eine Kleinunternehmerin, deswegen darf ich Kleinunternehmerregelung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes anführen. Und somit bin ich fertig. Die Rechnung kann deutlich komplizierter ausfallen. Das sieht man dann gleich in den Layouts. Ich würde dann auf Senden drücken und das geht sofort an mein E-Mail-Programm. Dort habe ich noch die Möglichkeit, im Betreff oder im Brieffeld dann noch etwas reinzuschreiben, freundliche Grüße, unterschreiben und absenden. Dann sehe ich es wieder in der Übersicht, dass da eine Rechnung offen ist. Wenn ich denn im Kontoeingang dann was sehe, dann kann ich das als bezahlt markieren, nämlich dann hier. Kurz noch zu den Layouts. Ein bisschen Mühe muss man sich am Anfang geben, um ein hübsches Layout zu finden. Die Vorlagen gibt es einige und da kann man sich die aussuchen, die einem gut gefällt, die auch zu der eigenen Firma gut passt. Das Logo hereinziehen per PDF und man sieht auch, dass man da deutlich viel mehr Felder hat für kompliziertere Rechnungen. Wie gesagt, ich bin also nur Musikerin und brauche nicht mehr. Es ist sauber, es ist schnell und ich habe eine gute Übersicht, was noch offen ist. Ja, das sind also die Gründe und die Arbeitsweise, die ich mir jetzt angelegt habe. Ich bin total glücklich. Das geht also wirklich in Minuten, dass ich meine Kunden abrechne, auch wenn sie monatlich bezahlen. Ansonsten würde ich den ganzen Vormittag sitzen, um die richtige Rechnungsnummer zu verteilen, um ein PDF daraus zu machen, um es ins E-Mail hineinzugeben, geschweige denn von der Kontrolle, wer schon bezahlt hat und wer nicht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du damit was anfangen kannst, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Ansonsten alles Liebe.